Schutzhundeausbildung, Patrouillendienst. Im Patrouillendienst geht es darum, dass der Führer seinen Hund in einem ihm zugeteilten Sektor geführt einsetzen kann. Die Aufgabe des Hundes besteht darin, dass er mit seinem Geruchssinn einen eventuellen Täter aufspürt und mit Verbellen anzeigt. Sollte der Täter nicht kooperativ sein und die Flucht ergreifen, wird der Hund die Flucht vereiteln. Schutzhundeausbildung Innenraum. Schutzhunde werden in der Innenraumsuche eingesetzt, um einen potenziellen Täter zu orten und diesen mittels Verbellen anzuzeigen. Um das Endverhalten zu erreichen, wird der Diensthund systematisch auf Sicht in die verschiedenen Sektoren des Raums über gezogene Anzeigen bestätigt. In einer nächsten Phase wird der Figurant im Raum nicht sichtbar versteckt. Der Diensthund kommt über die Nasenarbeit zum Erfolg und wird mit seinem Spielzeug belohnt. Fährtenausbildung. Schutzhunde der Militärpolizei werden auch auf der Fährte ausgebildet. Im Endeffekt ist der Diensthund in der Lage, Fährten über den Individualgeruch und oder über die Bodenverletzung auszuarbeiten und somit einen Täter und mögliche Gegenstände im Gelände zu finden und anzuzeigen. Spürhundeausbildung. Die Armee verfügt über Drogen- und Sprengstoffspürhunde für besondere Einsätze. Diese Hunde werden von Berufshundeführern des Armeehundewesens und der Militärpolizei geführt. Nur Hunde mit einem ausgeprägten Spieltrieb sind für diese Ausbildung geeignet. Der Hund lernt über sein Spielzeug die entsprechenden Gerüche kennen. In der Ausbildung wird dem Hund mit dem Spielzeug der Bereich gezeigt, den er absuchen soll. Wenn der Hund einen der erlernten Gerüche in die Nase bekommt, zeigt er dies seinem Führer mit der Platz-, der Sitz- oder der Stehposition an. Thank you.
Als Belohnung für die korrekte Arbeit erhält der Hund sein Spielzeug. Rettungshundeausbildung. Der zeitliche Rahmen, um mit einem Rettungshund einsatzfähig zu werden, beträgt ca. 2 bis 4 Jahre. In der Rekrutenschule erhalten die Teams eine Grundausbildung im Rettungshundebereich. Das biologische Orten von verschütteten Personen wird in verschiedenen Teilschritten aufgebaut. Die durch den Diensthund geortete Person wird durch Bellen und Scharren angezeigt. Anzeigen. Wir machen jetzt eine zogene Anzeige in Trümmer. Das Ziel ist, dass der Hund direkt zum Figurant geht und sofort anzeigt. Alter geht hier, den Hund holen. Her geht ins Loch. Meier macht. Hier. So, verstanden. Verstanden. Gut, ausführen, Arsch. Auch diese Arbeit wird über Motivation aufgebaut. Zeigt der Hund das gewünschte Verhalten, wird er mit Futter oder Spiel bestätigt. Heli-Ausbildung. Um Hundeführer in einen Einsatzraum zu bringen, welcher mit Fahrzeugen oder zu Fuß nicht oder nicht in vernünftiger Zeit erreichbar ist, kann das Team lufttransportiert werden. In der ersten Phase erlernt der Hundeführer die Abläufe an einem supponierten Helikopter. Anschließend wird der Diensthund in die Ausbildung integriert. Das Ein- und Aussteigen am Hubschrauber, mit oder ohne laufendem Rotor, ist ein weiterer Schritt, um den Diensthund an das Transportmittel zu gewöhnen. Zuletzt werden alle Teilschritte aneinander gehängt und das Team wird über die Seilwinde zu einem möglichen Einsatzraum geflogen und dort abgesetzt. Diensthundeprüfung, Schutzhund.
Mehrmals im Jahr haben Diensthundeführer die Möglichkeit, sich und ihren Diensthund einer Prüfung zu unterziehen. Die kynologische Überprüfung des Teams findet in den zugeteilten Sparten wie Schutz, Katastrophen, Betäubungsmittel und Sprengstoffspürhund statt. An diesen Prüfungen wird auch die Kameradschaft gepflegt. Der sportliche Gedanke steht im Vordergrund. Da diese Prüfungen offiziell anerkannt sind, werden diese nur durch berechtigte Richter überprüft. Bei der Diensthundeprüfung militärischer Schutzhund werden folgende Arbeiten überprüft: Unterordnung Führigkeit, Patrouillendienst, Nasenarbeit Schutzdienst.